war hier der Lichtschalter. Ach, puh. Jede Woche ein Werkstattvideo. Ich meine, klar, an Richies Fahrrädern gibt's immer was zu reparieren, aber ich hätte mal Lust auf irgendwas Neues. Also, ich meine, sowas richtig Neues, wovon ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Yep, so ist das eben mit der Technik. So richtig bahnbrechend wird's da einfach nicht mehr. Bleibt uns nichts anderes übrig, als heute unseren Körper ein bisschen besser kennenzulernen. Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit einem ganz neuen Feld der Sportwissenschaft. Die Rede ist von der sogenannten Durability, beziehungsweise zu Deutsch Ermüdungsresistenz oder auch Zähigkeit. Ein Konzept der Sportwissenschaft, das uns Ausdauersportlern eigentlich schon lange bekannt ist. Trotzdem gibt es nur sehr, sehr wenige wissenschaftliche Studien dazu und das Ganze ist erst seit kurzer Zeit Bestandteil von wissenschaftlicher Forschung generell. An dieser Stelle sei gesagt, vermutlich macht euch das Video heute nicht unbedingt schneller, aber es beantwortet einige Fragen, die man sich als Ausdauersportler schon die ganze Zeit gestellt hat. Und es macht uns alle ein bisschen schlauer und das ist doch auch schon mal was, oder? Aber der Reihe nach versuchen wir erstmal zu erklären, was ist denn diese Ermüdungsresistenz überhaupt? Wir Radsportler, wir sind ein komisches Volk, da wird sich verglichen, dass sich die Balken biegen. Bestwerte, Testwerte, KOMs und Wunderleistungen, die werden alle miteinander verglichen und wir versuchen herauszufinden, ja, wer von uns ist denn jetzt der Beste? All diese Leistungen haben dabei eine Sache gemeinsam. Sie wurden erbracht unter guten Bedingungen, ohne Vorermüdungen und am besten noch mit herrlich frischen Beinen an einem guten Tag. Und das ist auch erstmal gar kein Problem. So ein Problem wird es erst dann, wenn uns jemand, mit dem wir uns vorher verglichen haben und wir haben ihn in allen Testwerten geschlagen, nach 3 Stunden am Berg so richtig versägt. Denn, das ist uns eigentlich allen klar, so eine Leistung nach Vorermüdung, das ist etwas komplett anderes als eine Leistung aus dem Ruhezustand heraus. Und genau das haben sich dann auch Maunder und Kollegen in ihrer Studie zum Konzept der Durability von 2021 gedacht. Dabei haben sie untersucht, wie sich denn Leistungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten voneinander unterscheiden, in dem Sinne, als dass sie eben unterschiedliche Anforderungen an den menschlichen, an den Athletenkörper stellen. Bedeutet, auf gut Deutsch übersetzt, wir haben zum Beispiel ein eingestelltes Tempo von 300 Watt. Und dafür braucht der Körper in der ersten Trainingsstunde viel weniger Sauerstoff als in der dritten Trainingsstunde zum Beispiel. Das heißt, es kostet ihn grundsätzlich mehr Energie, mehr Aufwand, die gleiche Leistung zu erstellen. Und dieses Konzept der Durability, das haben Maunder und Kollegen dann eben auch definiert. Und zwar lese ich das mal vor, den Zeitpunkt des Einsetzens und das Ausmaß der Verschlechterung der physiologischen Eigenschaften im Laufe der Zeit bei längerer Belastung. Sagen jetzt wahrscheinlich einige von euch, ja gut, war mir auch schon vorher klar. Aber das Spannende ist ja nicht, dass die Leistungen über die Zeit abnehmen, sondern das Spannende ist, dass wir uns in dieser Fähigkeit voneinander unterscheiden. Das bedeutet, dass einige Sportler deutlich besser darin sind, die Leistungen auch nach einer gewissen Vorermüdung noch zu erbringen. Und das sieht man sogar bei den Profis. Richtig, diese Unterschiede in Sachen Ermüdungsresistenz, die lassen sich sogar bei den Besten ihrer Zunft erkennen, unseren Profis. Und da gibt es einen sehr interessanten Mann. Der heißt Peter Leo und der ist nicht nur Doktor, sondern der ist unter anderem auch Coach beim Team Tirol. Das Team Tirol ist so ein bisschen das Nachwuchsteam von Bora Hansgrohe. Also da werden sehr talentierte, junge Sportler gefördert. Und dieser Peter Leo, der stellt immer wieder Studien im Rahmen des Radsports an. Auch zur Durability hat er sehr viel geforscht. Unter anderem mit dieser Studie, die ich hier mitgebracht habe. Und zwar hat er da bei der Tour of the Alps 9 KT-Fahrer, also U23-Athleten im KT-Team des Team Tirols, mit World Tour-Fahrern verglichen. Insgesamt 8 an der Zahl. Und dabei hat er gemerkt, okay, so groß sind die Leistungsunterschiede zwischen den KT-Fahrern und den World Tour-Fahrern, die ja in einer deutlich höheren Kategorie unterwegs sind, im Ruhezustand, im ausgeruhten Zustand gar nicht.
Im Verlaufe der Tour of the Alps konnte er dann allerdings feststellen, dass nach 1000 bis 3000 Kilojoule geleisteter Arbeit die Leistungen der World Tour Profis von den 5-Sekunden-Werten bis zu den 30-Minuten-Werten um ein Vielfaches höher waren als die der KT-Fahrer. Das bedeutet, die World Tour-Fahrer, die ja auf dem Papier auch die besseren Fahrer sein sollten, waren einfach besser darin, diese Belastungen wegzustecken und auch nach der Vorermüdung noch hohe Leistungen zu erbringen. Und auf Grundlage dieser Ergebnisse konnten die Forscher und Forscherinnen dann sogar die Rennergebnisse vorhersagen. Andere Studien, die bringen das Ganze noch mal ein bisschen komprimierter auf den Punkt. Und zwar vergleichen die sehr erfolgreiche Sprinter bzw. Bergfahrer mit weniger erfolgreichen Sprintern und Bergfahrern. Und dabei konnten sie feststellen, dass es zwischen beiden Gruppen ohne Vorermüdung wieder so gut wie gar keine Unterschiede gibt. Also man könnte diese beiden Gruppen nach diesen Leistungen ohne Vorermüdungen gar nicht voneinander unterscheiden. Aber auch hier war es dann wieder so, dass nach einer Vorermüdung, nach einer großen Arbeitsleistung, die erfolgreichen Bergfahrer sowohl in der 5. als auch in der 20. Minute eben besser waren als ihre nicht so erfolgreichen Kollegen. Und dass sie sich da eben dann wirklich anfangen zu unterscheiden. Und auch für die Sprinter ist das zu beobachten. Sowohl die 10-Sekunden-Leistung als auch die 1-Minuten-Sprintleistung, die nimmt bei weniger erfolgreichen Sprintern stärker ab nach einer Vorermüdung als bei ihren erfolgreicheren Kollegen. Und auch hier ist es wieder so, dass im Ruhezustand bzw. nach geringen Mengen vorher geleisteter Arbeit die Unterschiede weniger groß waren. Das bedeutet, diese Fähigkeit, Leistungen auch nach Vorermüdungen noch zu bringen, die unterscheidet sich wirklich maßgeblich zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Profisportlern. Das Ganze lässt sich dann eben nicht nur für Leistungsklassen unterscheiden, also zum Beispiel zwischen World Tour und Pro KT oder KT und World Tour Fahrern, sondern eben auch in Altersklassen, wie eine Studie von Gabriele Gallo et al. Zeigen konnte. Da wurde nämlich eben auch nachgewiesen, dass die Ermüdungsresistenz mit steigendem Alter zunimmt. Und ich möchte das Ganze jetzt nochmal ein bisschen weniger abstrakt in meinen Worten zusammenfassen, um das euch vielleicht nochmal ein bisschen näher zu bringen, denn ich kenne das. Ja, man guckt sich die Profisportler zum Beispiel bei der Tour de France an und im Nachhinein checkt man dann mal so die Ergebnisse bei Twitter, die da eben berechnet werden oder vielleicht ja, veröffentlichen die Fahrer und Fahrerinnen sogar auf Strava. Und dann denkt man sich, ja gut, er hat jetzt die Etappe gewonnen und hat da im Finale 5 Minuten, 420 Watt, ja kann ich ja auch. Aber da liegt dann wirklich eben der große Unterschied, denn am 11. Tag von so einer Rundfahrt nach 5 Stunden Radrennen noch eine 5-Minuten-Leistung zu erbringen, die dann so hoch ist wie unsere Werte ja, von sehr, sehr guten Sportlern in Ruhe, das ist wirklich nochmal ein meilenweiter Unterschied und entscheidet dann am Ende darüber, ob man wirklich ein extrem guter oder eben nur ein guter Sportler ist. Ich hatte ja versprochen, es gibt auch ein paar Erkenntnisse hier für uns Normalsterbliche, denn klar, erstmal ist es für dich und für mich egal, ob sich jetzt PKT-Fahrer von Worldtour-Fahrern unterscheiden. Aber was auch für uns spannend ist, ist einfach diese Frage nach dem, okay, was passiert denn jetzt da in unserem Körper und die sich daraus ergebenden Ableitungen für unseren Trainingsalltag. Und auch hierzu gibt es eine Studie. Hier haben die Autoren keine Profisportler getestet und das Ganze nicht für Maximaldaten, sondern es wurden eben einfach, ja, sagen wir mal, fitte Ausdauerathleten genommen. Und auch hier wurde wieder ein Stufentest absolviert. Der erste Stufentest ohne Vorermüdung und dann wurde 2 Stunden bei einer leichten Intensität pedaliert und dann gab es nochmal den gleichen Stufentest obendrauf. Also diesmal mit der Vorermüdung aus dem 2 Stunden Pedalieren und dem erstmalig erfolgten Stufentest. So, und hierbei haben die Autoren jetzt keine Maximalleistungen beobachtet, sondern sie haben den Übergang von einer leichten Belastung zu einer moderaten Belastung in einem 3-Zonen-Modell beobachtet. Also wer sich mit den Zonenmodellen nicht so gut auskennt, der muss das Ganze so ein bisschen für sich relativieren. Okay, es gibt eben einfach so einen Switch, ab dem man eine Belastung für leicht empfindet und dann eben ab wann diese Leistung moderat ist. Und das Ganze ist in so einem, ja, Untersuchung, in so einer Untersuchung eben ja anhand von physiologischen Parametern repräsentiert. Und das, was sie herausgefunden haben, das deckt sich wieder mit den Erkenntnissen von den Profis, denn man konnte erkennen, dass der Übergang von der leichten zur moderaten Belastung, ja, diesmal beim zweiten Test, also mit der Vorermüdung, bei einer deutlich niedrigeren Wattzahl vonstatten ging. Ja, das heißt eben diese Schwelle
des Übergangs, die ist abgesunken vom ersten zum zweiten Test und außerdem war die Herzfrequenz an dieser Schwelle deutlich erhöht. Und diese Erkenntnisse, die vielleicht ein bisschen abstrakt geklungen haben, die haben jetzt wirklich signifikante Auswirkungen auf unser Training. Denn wir stellen uns das Ganze mal vor. Wir trainieren nach einem Zonenmodell. Ja, wir haben eine FDP und wir haben eben auch niedrigere Intensitätsbereiche. Dann wollen wir ja mit den einzelnen Zonen bestimmte physiologische Prozesse innerhalb unseres Körpers trainieren. Und jetzt ist es aber so, dass wenn wir eben, sagen wir mal, 4 Stunden trainieren fahren, ja, sich zum Beispiel Zone 2 oder auch eben die FDP mit Dauer der Trainingsbelastung immer weiter absenken wird. Das bedeutet, am Ende einer Trainingseinheit müsste man seine Zonen eigentlich anpassen. Ja? Das heißt, wenn man vorher, sagen wir mal, den Fettstoffwechsel bei 200 Watt optimal trainiert hätte, dann wären das nach 4 Stunden vielleicht nur noch 180 Watt. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir wussten das alle auch schon vorher, dass das so ist. Denn 200 Watt nach 4 Stunden fühlen sich anders an als nach einer Stunde. Aber anpassen tun wir die Trainingsbelastung dabei selten, obwohl wir das eigentlich machen müssten, wenn wir dann auch wirklich weiterhin die gleichen physiologischen Vorgänge wie am Anfang einer Trainingseinheit trainieren wollen würden. Ungeklärt ist übrigens weiterhin, welche physiologischen Parameter denn diese Ermüdungsresistenz, die Durability, bedingen. Das heißt, wir können nicht sagen, dass ein Athlet mit einem sehr gut ausgeprägten Fettstoffwechsel eine höhere Durability hat als ein Athlet mit einem weniger gut ausgeprägten Fettstoffwechsel. Auch Werte wie die VO2 Max zum Beispiel sind aktuell noch nicht in der Lage, die Durability-Kapazität eines Athleten oder einer Athletin genau zu erklären. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, ja, dass die Menge der Studien, die aktuell auch schon explodiert zu diesem Forschungsbereich, die wird irgendwann ausreichen, dass wir auch hier eben mehr Rückschlüsse über das Konzept der Ermüdungsresistenz zur Verfügung haben werden. Bisher haben wir also gelernt, okay, die Durability, die Ermüdungsresistenz, die hat einen signifikanten Einfluss auf unsere Performance auf dem Fahrrad. Es wäre also extrem gütig, wenn wir das Ganze auch trainieren könnten. Ich fange mal an mit den guten Nachrichten, denn es gibt auch hierzu eine Studie. Die hat herausgefunden, dass sich die Ermüdungsresistenz im Verlaufe einer Saison verändert. Und zwar ist es so, dass am Ende einer Saison, wenn also ja schon viele Rennen absolviert worden sind, die Ermüdungsresistenz eben nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Das heißt, die Performance-Unterschiede ja zwischen Leistungen ohne Vorbelastung und Nachbelastung, ja, die wurden immer größer im Verlaufe der Saison. Warum? Ist das eine gute Nachricht? Weil wenn sich etwas verändern lässt, dann lässt es sich auch trainieren. Nur leider wissen wir immer noch nicht so ganz wie. Trotzdem hat auch diese Studie ein paar Sachen dazu schon rausfinden können. Und zwar sagen die erstmal, okay, die schiere Menge an Training, die ist entscheidend. Athleten, die in der Saison mehr trainiert haben, die waren am Ende ermüdungsresistenter als solche, die nicht so viel trainiert haben. Außerdem, wenn wir wieder in dem 3-Zonen-Modell bleiben, also leicht, moderat und intensiv, dann soll man wohl die Zeit im leichten Bereich und die Zeit im moderaten Bereich erhöhen. Mehr wissen wir erstmal nicht. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber irgendwie ist diese Antwort zum einen super unbefriedigend, zum anderen aber auch total spannend. Denn da draußen gibt es ein Konzept, was wir eigentlich alle erklären können. Wir alle wissen, ja gut, klar, du wirst eben zunehmend erschöpfter im Verlauf einer Saison, im Verlauf eines Trainings und dann sind deine Leistungen nicht mehr hoch. Aber so richtig, ja, in wissenschaftlichen Fakten, in wissenschaftlichen Daten zusammenfassen, lässt sich das Ganze noch nicht ganz. Und mir ist noch eine spannende Sache aufgefallen, die wurde ja gar nicht angesprochen, und zwar, dass ja eben diese Performance-Unterschiede am Anfang der Saison und am Ende der Saison sich unterschieden haben in Sachen Ermüdungsresistenz. Das heißt, am Anfang der Saison war die Ermüdungsresistenz größer ausgeprägt als am Ende der Saison. Und obwohl Athleten, die mehr trainiert haben, am Ende der Saison auch noch eine größere Ermüdungsresistenz gezeigt haben, waren diese Unterschiede vom Anfang zum Ende der Saison ja immer noch da. Das bedeutet auch ja die Ausgeruhtheit, ja, also wie, ja, sag ich mal, locker man noch ist, wie viele Rennen man vorher schon geleistet hat, die haben scheinbar auch noch einen Einfluss auf dieses Konzept der Ermüdungsresistenz. Und auch da wird man vermutlich weiter forschen müssen.
Ein sehr spannendes Video neigt sich dem Ende zu und wir sind zwar schlauer, wir haben viel gelernt, aber so richtig ausgereift ist dieses Konzept der Ermüdungsresistenz noch nicht. Wir müssen darauf warten, dass die ganzen klugen Köpfe sich weitere Studien einfallen lassen, um das Thema eben weiter auszuforschen und da eben neue Erkenntnisse zu sammeln. Und in der Zwischenzeit würde ich aber sagen, können wir ja auch selber aktiv werden, denn man kann ja auch einfach diese Durability, diese Ermüdungsresistenz bei sich selber testen. Und zwar mit einem Testprotokoll. Und da erinnern wir uns nochmal an den Peter Leo, der Coach oder unter anderem Coach vom Team Tirol, dem U23-Nachwuchsteam von Bora Hansgrohe. Der hat so ein Testprotokoll tatsächlich ermittelt, mit dem man die Ermüdungsresistenz testen kann. Und zwar fährt man dazu eben 2 5-Minuten All-Out-Tests. Einmal eben ohne Vorermüdung und dann eben einmal nach der Vorermüdung. Und die Ermüdung, die sollte so aussehen, man sollte mindestens 2000 Kilojoule Arbeit geleistet haben. Entweder in Form einer Dauerleistung mit hoher Intensität, also einige Zeit über 80% der maximalen Herzfrequenz, oder 5 mal 8 Minuten bei 105 bis 110% der FTP. Also man muss sich schon mal ganz gut einen einschenken und dann wird eben der zweite 5-Minuten-Test absolviert. Und der Unterschied, der wird euch dann zeigen, wie ermüdungsresistent ihr seid. Es gilt an dieser Stelle jedoch noch hervorzuheben, dass diese Testprotokolle für extrem austrainierte Nachwuchssportler entwickelt worden sind. Also vielleicht reicht bei euch auch schon irgendwie 1500 Kilojoule an Vorermüdung. Und wenn ihr wirklich so verrückt seid, das mal auszuprobieren, dann könnt ihr mir gerne auf den einschlägigen Social Media Kanälen eure Erfahrungen mitteilen. Würde mich wirklich sehr interessieren und vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen Wissenschaftler da draußen. Jetzt sind wir also am Ende dieses Videos angekommen und das Ende wird diesmal ein bisschen länger dauern, als das sonst der Fall ist. Erstens muss ich nämlich sagen, dass das ganze Konzept sowohl für Amateure als auch für weibliche Sportlerinnen so gut wie gar nicht getestet worden ist. Also da wird auf jeden Fall in Zukunft noch mehr Forschungsarbeit reinfließen müssen. Dann habe ich einen extrem spannenden Ausblick auf dieses Thema noch für euch. Und zwar hat dieser Peter Leo den sogenannten Compound Score entwickelt. Und das ist ein Wert, der sich aus der 5-Minuten-Leistung nach einer Vorermüdung über diese 2000 Kilojoule geleistete Arbeit errechnet. Und dabei wird dann sowohl die absolute als auch die relative Leistung berücksichtigt. Und Peter Leo und Kollegen, die streben an oder haben sogar schon herausgefunden, dass man anhand dieses Compound-Wertes vorhersagen kann, ob U23-Fahrer bei Rennen auf dem Podium landen werden. Und das ist wirklich, das wird das Scouting von Radsporttalenten in Zukunft vielleicht maßgeblich verändern. An dieser Stelle möchte ich bei den Kollegen von Science den Podcast zu diesem Compound Score wirklich empfehlen. Super spannend erklärt. Und wenn wir gerade schon bei Kollegen sind, diese ganzen Informationen, die habe ich zusammengefasst von einem Artikel der Seite Watt pro Kilogramm. Können wir hier nochmal einblenden. Extrem guter Artikel. Wer also ein bisschen angefixt worden ist, der findet dann nochmal die ganzen einzelnen Studien und das Ganze eben nochmal ein bisschen ausführlicher, als das jetzt hier in so einem Video abgehandelt werden könnte. An dieser Stelle bleibt mir nichts anderes übrig, als wer bis hierhin durchgehalten hat, den muss ich eben einfach motivieren, einen Daumen nach oben dazulassen und ein Abo auf unserem Kanal. Wir sehen uns bei den nächsten Videos wieder. Macht's gut, Servus und Ciao.